Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Warum nennst du mich eigentlich immer Bürschchen, Bürschchen? So, da kommt Kalia. Was ist los? So. Ich verspreche euch, all eure Fragen werden... all eure Fragen werden beantwortet werden. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mhm. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Nun, Brynn, dann warte Am Ende also dieses Räuber. Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide also bitten, mich dort Räuber? Zu treffen. Ist schon ein wirklich inniges Verhältnis zu wilden Tieren pflegen? Tja, irgendwie war das natürlich schon ein bisschen komisch, dass der Brynjolf nicht da war und wir trotzdem mit ihm geredet haben, aber naja. Gehen wir da mal hin. Tja. Und, ich reise einfach zum Schneeschuhhof. Von da aus ist es nicht weit. Das ist einfach, das erspart das ganze Rumgelaufen in der Stadt, rausgehen. Ladeszene hätten wir ja trotzdem eine. Deswegen reise ich direkt schnell raus. So. Und dann laufen wir dahin, würde ich sagen. Und zwar laufen wir mit dem Pferd, habe ich mich gerade doch dazu durchgerungen. Ach ja, ich mag die Gegend hier echt am allermeisten, von allen Landschaftsstrichen in ganz Skyrim, in ganz Himmelsrand, mag ich dieses Herbstwald-Ding hier echt am meisten. Es ist, oh Gott, ein Bär. Kümmerst du dich darum bitte, Benor, ich reite weiter im Kreis. Genau. Weil es... Oh, jetzt wird es echt doch ein bisschen stressig. Und ich hau mal mit der Einhandwaffe zu, wie ihr sehen könnt. Erstmal die Bären dann entzweigeln da. Einfach, weil wir da ein bisschen Übung gebrauchen können mit der Einhandwaffe. Schadet ja nicht. So. Jetzt hat sich natürlich mein Pferd wieder irgendwo hin verzogen. Und ich weiß nicht so recht wo. Und irgendwo da vorne ist auch noch was. Klang auch nach einem Bär. Hat der Fuchsi gerade Bärengeräusch gemacht? Nee, war schon dieser Bär. Aber wie gesagt, wir machen hier mal mit dem Schwert so ein bisschen Radau. In der Hoffnung, dass das dann... dass das dann auch irgendwann gut klappt mit dem Schwert. Und wir dann mehr Damage machen. Und da vorne ist ein Hase. Und das Schwert hat nicht sonderlich viele Ladungen, ne? So. Ein Pyromant. Der gut ausweichen kann. Okay, hier gehen wir dann offensichtlich doch mal gewohntere Wege. Weil einfach das, was der an Schaden verursacht, sonst ein bisschen zu viel ist für mich. Jetzt ist das an Benos Waffe abgeprallt, oder was? Gute Nacht, Pyromant. So, was haben wir denn hier eigentlich für einen Stein? So, Schattenstein.
einmal pro Tag für längere Zeit unsichtbar sein, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Ich will lieber mein Quest vollenden. Wo ich offensichtlich hier runter muss. Und an einer Birke hängen bleibe. Zack. So, grüß dich. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Na? Welche Bedeutung hat denn dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Okay. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer Frey zu besiegen. Was für ein Vorteil denn? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Nee, doch nicht. Hier entlang bitte. Und Brynjolf kommt auch mit offensichtlich. So, was ich jetzt mal kurz noch machen wollte, weil ich es gesehen habe, ist, ich lade auf jeden Fall den Bogen mal ein bisschen. Und die Klinge, die könnte natürlich auch mehr Ladungen verbrauchen. So. Und kommt Benor mit oder nicht? Ich weiß es nicht, wie wir uns dann sehen. Vermutlich müssen wir da rein, ne? So, bin ich mal gespannt, was uns jetzt da drin erwartet. Na, Kalia, Brynjolf, Benor, wir sind zu viert, sehr gut. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Tja. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Ist das jetzt nicht oft irgendwie Kirche und Geschäft sehr eng miteinander verwandelt? Wo ist sie denn? Das ist, wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Aha. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint zu zaudern, eure Nachtigallrüstung anzulegen. Was beunruhigt euch? Dass ich nicht weiß, was ich machen muss. Okay, das ist also ein Nachtigallrüstungsstein. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das mal an, was wir da bekommen haben. Nachtigallstiefel kann sich lautlos bewegen. Das sind recht schick, die Stiefel eigentlich. Wo sind denn meine Stiefel? Ich habe irgendwas mit Tragkraft, glaube ich, an. Na gut. Die Rüstung steigert Ausdauer, steigert Frostresistenz, hat zumindest einen höheren Rüstungswert. Die Nachtigallenkapuze. Ach du gute Güte, Illusionszauber. Die Handschuhe, Schlossknacken ist leichter, einhändige Angriffe verursachen höheren Schaden, okay. Okay, ich sehe strange aus. Der Schal passt nicht mehr so richtig gut dazu. Aber so ist es dann halt, ne? Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Sie hat wieder so ein schnelleres Gehen irgendwie, ne, was voll nervig ist. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Und das nennt sich lautlos? Na gut. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung, aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet.
Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Mhm. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Okay. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. Okay. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Ja, warum nicht? Ich meine... Gut. Wenn ich das Tor öffne, wäre nicht das erste Mal. Stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten also, dass wir irgendeiner Gottheit, die wir eh nicht kennen, hier die Treue schwören. Benor, du bist unpassend gekleidet. So, ich muss auf den westlichen Kreis. Ich kann das nicht benutzen, das kann nur sie ziehen. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ja, dann quatsch mich nicht immer an. Ist ja schnieke hier. Benor, wenn du mich jetzt herunterschubst, ne? Du Drecksack. Könnte dich runterschubsen. So, und jetzt? Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an. Und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. So, und jetzt? Was? Moment mal, jetzt schaue ich erstmal rein, ob ich irgendwas bekommen habe, ne? So einen aktiven Effekt. Nachtigallenstiefel, ne, ist von der Lautlosigkeit her. Man weiß es nicht, ich sehe da jetzt nichts. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, den geschworen. Letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Er hat noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Mhm. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Mhm. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Okay. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann,
wird das Potenzial grenzenlos. Wir drei könnten ihn gemeinsam verwahren, oder? Es klingt, als ob niemand ihn besitzen. Ja, doch, wir drei können ihn gemeinsam verwahren. Das wird wohl leider nicht möglich sein. Hm. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Hm. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Ja. Na dann, los geht's. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hör zu, Börschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Hör zu, Börschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, nämlich nicht bevor Börschchen, wir uns Börschchen. Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Warum erzählt ihr mir das? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Hm. Warum ich? Warum nicht ihr? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Hm. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Nun ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Hm, einverstanden. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Dann sollten wir wohl keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintan befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Börschchen. An den Kampf. Nenn mich nicht Börschchen, Börschchen. Na gut. Bis zum nächsten Mal, Börschchen. Ich sag's nicht nochmal. So, jetzt müssten wir da raus und weiterreisen, wenn ich das richtig sehe. Ich schau mal kurz noch mal ins Equipment. Nämlich die Kapuze, die will ich nicht, ne? Da habe ich ja mein Diadem. So, die Stiefel. Träger kann sich lautlos bewegen. Erhöhte Tragfähigkeit. Die lasse ich mal an. Die Rüstung steigert Ausdauer um 40 Punkte, steigert Frostresistenz. Das dürfte... 35 ist natürlich schon viel. Die lasse ich, glaube ich, mal an. Schlossknacken 25%, einhändige Angriffe. Das ist eindeutig was man ab und zu mal hin und her wechseln kann, ob man jetzt einhändig macht oder nicht. Dann betrachte ich mich mal im Licht. Sieht, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Obwohl, eigentlich gefällt mir die Rüstung nicht. Eigentlich gefällt mir die Rüstung nicht. Ich glaube, ich lasse trotzdem meine Diebesgildenrüstung an. Die gefällt mir besser, so von der Optik her. So, Wo ist der Ausgang? Da war er irgendwo, ne? Da. Genau, hier geht's wieder raus. So. Und da. Öffnen Rift. Sehr schön. Und ja. Na? Du kannst bis zu 2 Kinder adoptieren. Schauen wir mal, irgendwann mal. So, und jetzt schaue ich mal ins Questlog. Geblendet Reisen nach
Irken getanzt. So, das haben wir irgendwo da. Aber ich mache dann das für Tage hier aufs nächste Mal quasi. Ich mache nämlich jetzt eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, nächstes Mal spielen wir dann hier weiter mit dem zukünftigen Diebesgilden-Chef Samir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.